Lieben, willkommen auf meinem Kanal Amalies Kochinsel. Und heute machen wir ein sommerliches Gericht und das ist gebackene Ziegenkäse im Speckmantel und fruchtiger Salat. Ich habe zwei Ziegenkäserollen. Ich brauche Bacon, kleine Zweige von Rosmarin. Für Salat brauche ich bunte Salat, Radieschen, zwei Birnen, Salatkernemix, Erdbeere und Gewürze. Gewürze erkläre ich noch. Ich habe meine Ziegenrolle auf ungefähr 2 cm dicke Scheibe geschnitten. Jetzt nehme ich Bacon. Ich nehme so eine Scheibe, lege einen kleinen Zweig von Rosmarin, wickele ich um und in eine Backform. Ach, eine Biene schon hier. Geht meine Ziegenkäse in vorgeheizten Ofen bei 200 Grad, ungefähr für 3-5 Minuten. In der Zwischenzeit machen wir unseren fruchtigen Salat. Ich fange an mit Dressing. Ich habe so 50 Gramm Mangosaft, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, Himbeeressig, und Olivenöl. Der kann ein bisschen stehen. Ich nehme bunte Salat. Ich mache ihn flache Teller. So sieht er besser aus. Die Birne muss ich jetzt putzen und in dünne Streifen schneiden. Radieschen schneide ich auch in dünne Scheiben. Jetzt kommt die Salatkernemix. Die habe ich in die Pfanne angeröstet. Und dann kommt Dressing. Dann vermische ich alles mit den Hand, so nur mit Finger, so ganz leicht. So. Und dann kommen natürlich meine Himbeere, ne? Wahrscheinlich habe ich an Erdbeere geträumt. Aber Sie können auch Erdbeere nehmen. Und das einfach oben drauf. Schöne sommerliche Farben, schöne fruchtige Geschmack. Und jetzt gehe ich meine Ziegenkäse kontrollieren. Meine Ziegenkäse im Speckmantel ist fertig. Liebe Leute, mein Sommerabend kann beginnen. Ich serviere dazu ein Gläschen Sekt. Ich wünsche euch allen guten Appetit. Lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal.